Herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel und ich arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie und vor allem dabei auch im Bereich von Amputations- und Phantomschmerzen. Und heute in diesem Beitrag geht es um Amputationen von Extremitäten, also von Armen und Beinen. Und dieses war ein sehr spezielles Thema, aber für Betroffene sehr wichtig. Und dabei gehe ich vor allem auf die zwei Schwerpunkte ein, nämlich erstens Häufigkeiten von Amputationen und zweitens die Ursache von Amputationen. Also eher allgemeine Basiswissen zu diesem Thema. Insgesamt ist die Zahl von Amputationen in Deutschland zunehmend. Dabei gibt es so verschiedene Wellen. Zum einen nach dem Zweiten Weltkrieg gab es relativ viele Amputationen aufgrund des Krieges und in der Zeit danach hat die Zahl von Amputationen abgenommen. In den letzten Jahren ist die Zahl von Amputationen eher wieder gestiegen, vor allem von sogenannten Mikroamputationen, also von Amputationen von kleinen Gliedmaßen wie Fingern, Füßen, Zehen etc. Und das hat was vor allem mit Durchblutungsstörungen zu tun, worauf ich gleich aber noch eingehen werde. Insgesamt gibt es in Deutschland ca. 60.000 bis 80.000 Amputationen pro Jahr. Bevor ich jetzt aber noch weitere Statistiken und Zahlen nenne, ist es mir noch einmal wichtig, einen sehr entscheidenden Satz zu nennen, der ein gewisser Leitsatz auch für mich ist und der, glaube ich, wichtig ist, wenn man mit Betroffenen und Patienten auch spricht bzw. die behandelt. Nämlich, es gilt, finde ich, der Satz, jede auch noch so geringfügige Amputation an einer Extremität bedeutet für den Patienten den irreversiblen Verlust eines differenzierten Körperteils und damit auch den Verlust seiner körperlichen Integrität. Schauen wir uns einmal nun den Graphen hier an. Da sieht man, wie in den letzten Jahren die Zahl der Amputationen gestiegen ist. Der Chart oder die Quellen basieren vor allem auf der Deutschen Gesellschaft für Angiologie und man erkennt den Zuwachs der Amputationszahlen. Man muss jedoch auch sagen, das sind uneinheitliche Zahlen aufgrund eines fehlenden Amputationsregisters. Also man kann sie nicht genau festlegen. Deswegen sagt man auch, heutzutage zwischen 60.000 bis 80.000 Amputationen pro Jahr. Im europäischen Vergleich ist Deutschland der Spitzengruppe, also in Deutschland wird relativ viel amputiert. Auf dem rechten Teil des Charts erkennen Sie die Verteilung sogenannter Mikroamputationen versus oder im Vergleich zu den Makroamputationen. Mikroamputation bedeutet, das sind Amputationen unterhalb des Handgelenkes, also von Hand und Fingern beziehungsweise unterhalb des Fußgelenkes, also Amputationen von Fuß und Zehen. Und diese Amputationen sind viel häufiger als Amputationen von einem ganzen Bein oder einem ganzen Arm. Interessant sind zusammenfassend bestimmte Fakten, nämlich erstens 60.000 bis 80.000 Amputationen pro Jahr in Deutschland, wie gesagt. Zweitens, Männer sind im Vergleich zu Frauen viermal häufiger von Amputationen betroffen. Drittens, der Altersgipfel, also das häufigste Alter von Amputationen ist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Viertens, Mikroamputationen, also Amputationen von Zehen oder Fingern, machen ungefähr 90% der Amputationen aus. Und fünftens, am häufigsten sind Amputationen von Finger und Daumen. Und sechster Fakt, es gibt keine Unterschiede im Prinzip zwischen Amputationen der rechten und linken Seite. Was sind nun die Ursachen für die Amputation? Und dabei ist es wichtig zu unterscheiden zwischen den Mikro- und den Makroamputationen. Für die Ursache für die Mikroamputation, also von den kleinen Gliedmaßen, das sind vor allem Durchblutungsstörungen. Also Durchblutungsstörungen sind die Folge von Diabetes, Rauchen, Übergewicht, also ganz typische Zivilisationskrankheiten. Und diese Erkrankungen nehmen ja zu heutzutage und damit auch die Anzahl von Amputationen. Schauen wir uns einmal hier den Graphen an. Wie Sie sehen, sind Unfälle, aber auch Tumore, also Krebs, viel seltener. Wie gesagt, fast immer ist die Ursache von sogenannten Mikroamputationen, also von Zehen, Fingern, Fuß etc., eine Durchblutungsstörung. Anders sieht das aus bei den großen Amputationen, also von Arm oder ganzem Bein. Das sehen Sie hier auf diesem Chart. Hier sind die häufigsten Ursachen Unfälle und damit Abstand am häufigsten Arbeitsunfälle. Weitere Ursachen sind Verkehrsunfälle mit 18%, landwirtschaftliche Unfälle mit 15% und oft Unfälle mit Kettensägen. Ganz typisch, interessant, aber sehr selten sind im Bereich der Füße Amputationen auch aufgrund von Rasenmäherverletzungen.
Dazu kann man noch die Ursachen unterscheiden nach dem Alter der Patienten. Das sieht man einmal hier in diesem Graphen. Patienten unter 20 ist die Ursache für Amputationen vor allem Unfälle, Stürze, also Traumata, und bei Patienten über 60 vor allem Durchblutungsstörungen. Und wenn man es noch unterscheidet nach dem Körperteil, das amputiert wird, in dieser Statistik hier, dann sieht man, Arm, Unterarm werden vor allem aufgrund von Unfällen amputiert. Beine ist der Hauptgrund für Durchblutungsstörungen. Also zusammenfassend, arme, junge Patienten, Unfall und Beine eher bei älteren Patienten und Durchblutungsstörungen. Das alles aber abschließend, oder jede Amputation ist individuell und persönlich. Und deswegen ist es sehr wichtig, wie ich gesagt habe, dass man wahrnimmt, dass sozusagen jede Amputation ein Verlust von Integrität für den Betroffenen ist. Und das ist wichtig zu verstehen für den Angehörigen, aber auch für den Arzt. Und ja, es ist leicht, aus einer nicht amputierten Position vielleicht diesen Beitrag auch zu machen, aber dieser Beitrag soll dienen, Ihnen Fakten und Zahlen rund um das Thema Amputationen zu erläutern. Und ich hoffe, dass der Beitrag Ihnen dabei geholfen hat. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um das Thema Gesundheit, Schmerzen und für Kommentare und Meinungen direkt hier unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.